Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, sehr verehrte Anwesende, ich freue mich, dass wir auch dieses Jahr wieder hier in diesem Haus eine Debatte zu dem wichtigen Thema Radverkehr führen. Wir sind uns alle einig, im Radverkehr steckt ein hohes ökologisches Potenzial. Allerdings ist der Radverkehr auch der, wie wir es nennen, schwächere Verkehrsteilnehmer in unserem System. Und darum hat von der Bundesregierung mit initiiert, es seit 2011 die Kampagne Ich trag Helm gegeben. Denn eins ist uns allen klar, der Fahrradhelm rettet Leben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Kampagne hat auch Erfolg. Seitdem ist die Helmtragequote in Deutschland von 11% auf 17% nach oben gegangen. Aber wir wissen, immer noch sind sehr viele da, die Ressentiments gegen den Helm haben. Und es gibt Alternativen. Ich bin auch hier in Berlin regelmäßige Fahrradfahrerin. Und ich trage diesen Airbag, der im Falle eines Unfalles aufgeht und dann meinen Kopf auch schützt. Also ich sag mal, es gibt auch Möglichkeiten für Helmmuffel, dem Sicherheitsaspekt Rechnung zu tragen. Warum rede ich jetzt hier über Sicherheitstechnik und Ausstattung beim Fahrrad? Es ist ein so einfacher wie trauriger Fakt. Jeden Tag stirbt auf unseren Straßen ein Fahrradfahrender. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dagegen müssen wir etwas tun. Und diese Bundesregierung hat schon viel erreicht. Es wurde gesagt, unter anderem haben wir in diesem Jahr den Etat für die Verkehrssicherheitsarbeit auf 14 Millionen Euro erhöht. Und ich nutze diese Gelegenheit, ein herzliches Dankeschön zu sagen an alle Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die in den Jugendverkehrsschulen, bei der Deutschen Verkehrswacht und beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat dafür sorgen, dass unsere Straßen Sicherheit werden. Herzlichen Dank. Wir haben hier die erste Lesung. Das heißt, wir werden uns über die einzelnen Punkte des Antrages noch vertieft auseinandersetzen. Lassen Sie mich nur zwei anführen, wo ich Ihnen deutlich mache, dass wir dieses Thema schon angegangen sind, insofern es diesen Antrag nicht gebraucht hätte. Das eine wurde schon erwähnt. Kinder bis zum Alter von 8 Jahren können den Gehweg mit Begleitpersonen benutzen. Das ist eine Neuerung, die aus dem Verkehrsministerium eingeführt wurde und die wir für richtig und wichtig halten. Das zweite Thema ist mir auch sehr wichtig, Schutzstreifen auf Straßen außerorts. Wir warten alle auf die Freigabe des Berichtes der Bundesanstalt für das Straßenwesen von Minister Dobrindt über einen Feldversuch zu diesem Thema. Und wir sind uns alle einig, natürlich ist außerorts der Fahrradweg die sicherste Möglichkeit. Aber wenn es ihn nicht gibt oder wenn es ihn noch nicht gibt, müssen wir etwas tun, um das Radfahren außerorts sicherer zu machen. Und ich erhoffe mir von diesem Bericht Handlungsanweisungen für unsere Straßenbaubehörden, um, wenn es sinnvoll ist, diesen Schutzstreifen auch außerorts aufzubringen. Aber wir haben auch innerorts eine Thematik. Es gibt Untersuchungen, die sagen, innerorts ist der Fahrradfahrende besser auf der Straße aufgehoben als auf dem Gehweg. Es passieren weniger Unfälle, insbesondere beim Abbiegen. Ich kenne aber viele Fahrradfahrenden, die fühlen sich innerorts auf der Fahrbahn unsicher, und ich kann sie verstehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen, wenn wir innerorts die Fahrräder auf die Fahrbahn bringen, auch dafür sorgen, dass sie sich dort sicher fühlen. Das heißt, wir müssen arbeiten, es wurde gesagt, an den anderen, an den motorisierten Verkehrsteilnehmenden, dass sie eben nicht dicht vorbeifahren. Und wie können wir das erreichen? Indem wir auch innerorts den Fahrradschutzstreifen aufbringen. Dann können wir die Fahrräder auf die Fahrbahn bringen, und dann ist es sicher. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auf die Debatte im Ausschuss. Es gibt Themen, die ich dort gerne ansprechen würde, zum Beispiel das Thema Fahrrad und Alkohol. Das steht nicht in dem Antrag, aber es ist mir auch ein Herzensanliegen. Vielleicht können wir damit dazu reden. Und jetzt wünsche ich uns erstmal eine sichere Heimfahrt, sei es auf dem Fahrrad, im Auto, mit dem Zug, und ein schönes Wochenende. Danke sehr. Liebe Frau Kühlmann, aber wir haben noch eine Debatte, also noch nicht alle in die Osterpause schicken. Als letzte Rednerin in dieser Aussprache spricht Daniela Ludwig von der CDU-CSU-Fraktion.